Hier ist das fünfte deutsche Fernsehen mit dem Tagesschauer. Heute im Studio Arnold Fasching. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gesundheitsminister Lauterbach ist jetzt auch schon seit über einem Jahr im Amt. Manche hatten vorhergesagt, dass er als Minister aus den Talkshows verschwindet, aber das war ein Irrtum. Prognosen sind halt schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Fest steht nur, der Corona-Komplex muss nicht aufgearbeitet werden. Lockdown, Schulschließung und Ausgangssperren sind normale Maßnahmen in der Demokratie, die auch zum Beispiel in China weitgehend reibungslos funktioniert haben. Milliarden Chinesen können nicht irren. Und nun wieder unser Kochstudio. Italien hat gewählt, neuitalienische Küche von Luigi Ferrari. Für Tagliatelle, Meloni, Puttanesca, wir machen prima ein Pasta aus Mehl aus Molino Milano. Nehmen wir dazu eine Schuss Aqua von die Wasserwerfer. Dann eine Tropfe Schmieröl von die Seifenoberen Televisione. Attenzione, nur nehme erste Pressung von die alte Berlusconi. Alle andere Olio schmeiße weg. Dann knete Teig von Gesellschaft weich, bis Masse glänzt und ist geschmeidig. Dann Teig ausrolle, in Streifen schneide, alles in aufgelaufene Forme, zusammennudeln und mit Parmesan bestreuen. Mit Parmesan mag ich immer wie mit Partisan, immer gut zerreiben, immer gut zerreiben. Nachdem die Gaspreise ganze Industrien aus Deutschland vertrieben haben, trifft es zunehmend die Hundehalter. Hundefutter wird knapp und teuer, weil das Fleisch mit Gas gekocht werden muss. Dazu unser Fressexperte Otto. Hey Freunde, ich habe eine gute Nachricht, wenn euch das zu teuer ist zu heizen. Liebe hält die Kälte besser ab als jeder Mantel. Ja, dann mal raus, ne? Geht raus, verliebt euch, seid geil! So, das war's vom Tagesschauer. Eine schöne Adventszeit, bleiben Sie übrig.